Geschichte vom größten Haus von der Welt. Et war einmal ein großer, saftiger Kabus. Ob dem Kabus hunne paar Schläge gewohnt. Gemütlich sind sie von Blatt zu Blatt gekrocht, für zu frupsen. Ei, ob dem Kabus guf nicht lecker häppischer. Die Klänge schlägt so zu seinem Pop. Papa, wenn ich groß bin, da will ich gern das größte Haus von der Welt tun. Und der Papa sagt, das ist dumm. Verschiedene Sachen sind besser klang. Lo lauscht mal gut no. Und der Papa hat seinem Kind eine Geschichte erzählt. Der ist so gegangen. Ein kleiner Schläg so zu singen, Pop. Wenn ich groß bin, hätte ich gern das größte Haus von der Welt. Und der Papa sagt, das ist eine dumme Idee. Ein Haus ist immer besser klang. Mit dem kleinen Schläg wird gar nichts davon wissen. Er hat sich gedreht, auch gedruckst, auch gemacht, auch getan, bis das sein Haus geworden ist. Sein Haus ist gewusst, gewusst, gewusst. Die anderen Schläge, sie gucken kommen und sie soten. Oh, du hast doch bestimmt das allergrößte Haus von der ganzen Welt. Die kleine Schläge hat sich im Getränder gekehrt, bis sein Haus noch mehr gewusst ist. Nur war sein Haus so groß wie Kürbis. Lo hat der Schläg gespürt, wie noch kleine Spatztiermischer rausgewusst sind. Sie hat nimmer ein bisschen mit dem Schwanz wackeln, du hast alles gewusst. Und alles hat sich bewegt. Riesig war sein Haus. Der kleine Schläg hat weiter gewibbelt, gedreckt, gemacht, gedun. Und sein Haus ist auch noch ganz farbig gehen. Er war überglücklich und er war stolz. He wusste nur, dass hier das größte und das schönste Haus von der ganzen Welt hat. Ein großer Schwarm Piper legte sie langst geflohen und die Nähe sagt, guck, da steht ein Kirsch. Den anderen sagt, nee, das ist ein Zirkus. Okay, von hinten hat gemerkt, dass es eigentlich ein Schlägenhäuschen war. Und sie sind weiter geflohen. Ein paar Schläge sie gerade langst kommen. Sie waren um weh bei der Weiher. Sie sind stur geblieben und haben geguckt. Wow! So etwas Schönes haben wir noch nie gesehen. So ein kleiner Schläg. Den hat ein Haus. Der gesagt, du hast wie Geburtstagskuch. Mit Leuten kommen den Tag. Da war der Kabus. Eidelgers. Et war kein saftes Blatt mit drun. Alle wurden Schlägen sind Ruf gekrabbelt, für bei die nächste Kabus zu krabbeln. Außer eise kleine Schläg. He konnt nicht matt gehen. Sein Haus war zu schwer. He wurde nicht mehr gepackt. Die kleine Schläg wurde lang müssen zurückbleiben. Mehr hat nicht mehr zu essen. Sein Hunger ist immer mehr groß gehen und hier ist immer mehr klein gehen. Schließlich war nicht mehr von ihm übrig. Und noch sein riesiges Haus ist ein kleines Stück zerbrach, bis ob einmal nicht mehr davon übrig war. Und das war der Schluss vom Papasinger Geschichte. Der kleine Schläg hat bald gekrascht. Und du sagst dann, ja, du hast recht. Ich schloss mein Haus da, wo lieber klang, aber wenn ich groß bin, kann ich da hingehen, wo ich will. Also konnte der kleine Schläg da los durch die Welt ziehen. Er konnte sich die Welt angucken, die Büsche angucken, über den Boden krauchen, glitzerige Kristalle an der Sonne gucken, Champignons gucken,
nicht Blume gesehen, dann in Zapfen. Und alles dat konnte Hirnlo erleben. He war iwer, iwer glücklich. Und dat war die Geschichte vom größten Haus von der Welt.